Herr Löblich, hör mir den Blödsinn auf. Ja, und damit hallihallo und ein kleines bisschen auch Hallöchen, meine sehr verehrten Simracing-Zuschauerinnen und Zuschauer und alle, die sich noch nicht entschieden haben oder es auch gar nicht vorhaben, zu einer neuen Woche, neues Glück, eine neue Community-Challenge am Start, powered und veranstaltet von Martin aka Nismoseki. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, gibt es jeden Sonntag, quasi ab Sonntagnacht 0:01 bis zum darauffolgenden Samstag eine Community-Challenge bei der World Sim Racing Series. Die Links dazu findet ihr unter dem Video und auch bei mir im Discord. Alle Links findet ihr unter dem Video, also auch zum Discord. Und dann findet ihr im Discord den Link zur Community-Challenge. Aber falls ihr kein Discord habt, packe ich natürlich den Link zur Community-Challenge auch unter das Video. Ihr müsst nur Mitglied sein bei World Sim Racing Series und dann könnt ihr sozusagen kostenlos in verschiedenen Community Challenges jede Woche gegen mich antreten. Ich mache nicht unbedingt immer jede Woche mit, kommt ein bisschen drauf an, was ich zu tun habe oder wie es mir tatsächlich auch einfach geht. Ich habe jetzt ein paar Wochen keine Community Challenge mitgemacht. Die letzte war, glaube ich, im Alpha, wenn ich mich nicht täusche. Wir können mal kurz hier reingucken. Es gab die Woche davor gab es den Porsche Cayman. Ach nee, das hier war, was war denn ditte? Das war hier Lotus Elise. Siehst du, die halt gar nicht mit, die kriegt die Challenge. Dann gab es hier den, kommst du mit zu Mitsubishi? Ist Honda? Jo, Mats auch. Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Lancer, sollte man vielleicht nicht so sagen. Evolution. Dann gab es davor, ich hab doch hier irgendwo, dann gab es ein Zeitfahren auf Greenwood, genau, habe ich auch mitgekriegt, auch ziemlich geil, schade, habe ich verpasst. Dann gab es hier zwischendurch den Plymouth Barracuda von den Touring Car Champ Legends 1970. Dann gab es zwischen, oh Gott, habe ich viele Challenges nicht mitgemacht. Alter Falter. Dann gab es hier den Porsche Cayman GT4 Club Sport. Dann gab es zwischendurch die Rote Sau. Sowohl als Nordschleifen-Challenge als auch als Goodwood-Challenge. Und die, das hier ist die letzte Runde, die ich mitgefahren bin. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ist über einen Monat her. Alfa Romeo GTA. Genau, und wir fahren sozusagen immer die Nordschleife, immer im Zeitfahren. Und man hat, ich glaube, 10 Versuche, wenn ich mich nicht täusche. Und man hat pro Versuch 30 Minuten Zeit, man hat eine Einführungsrunde und dann hat man 30 Minuten Zeit, sozusagen eine Zeit zu setzen. Und wie gesagt, ihr könnt euch den Link aus dem Discord oder unterm Video holen und dann könnt ihr den entweder hier, wie ich das gemacht habe, in den Content Manager einfügen. Hier oben ist die World Sim Racing Series und dann könnt ihr direkt aus dem Content Manager die Challenge starten. Wenn hier ein grüner Haken ist, habt ihr die Mod installiert. Bei ganz vielen Mods kann man hier, falls da kein grüner Haken ist, die Mod downloaden. Ansonsten gibt es immer Links, wie zum Beispiel hier in diesem Fall. Könnt ihr anklicken, kommt dann auf die Seite, auf der es die Mod gibt, könnt euch die Mod runterladen. Es kann sein, dass auch schon mal eine Bezahlmod dabei ist, hatten wir zwischendurch auch schon. Die muss man dann halt bezahlen, ist aber eher selten. Und genau, dann könnt ihr hier direkt aus dem Content Manager sozusagen die Challenge starten. Und wenn ihr das über den Browser macht, falls ihr zum Beispiel kein Discord oder falls ihr keinen Content Manager habt, dann müsst ihr die World Sim Racing Series App im Hintergrund laufen haben und wenn die läuft, könnt ihr teilnehmen. Ich erkläre das auch nochmal ganz genau im ersten Community Challenge Video, verlinke ich euch alles oben links, oben rechts in der Ecke unter den Infokarten. So, und wir fahren heute den Opel Kadett Blasel. Wer sich genauer für das Auto interessiert, auch dem verlinke ich oben rechts in der Ecke mein Video zu eben diesem Fahrzeug. Da habe ich nämlich vor einigen Monden
mal ein Video zugemacht. So, und einfach damit ihr euch dran gewöhnt, halte ich an dieser Stelle meinen Schwanz ins Bild und sage liken, abonnieren und kommentieren. Und wer Bock hat, mich zu unterstützen, kann Kanalmitglied werden oder den PayPal-Spendenlink unter dem Video benutzen, wie ihr Bock habt. Vielen Dank übrigens an die letzte Spende. Wird auch immer hier oben, hier die PayPal-Spenden werden hier oben immer angezeigt. Und an dieser Stelle danke ich einfach mal allen bisherigen 19 Kanalmitgliedern. Gibt verschiedene Stufen, könnt ihr euch alle bei den Kanalmitgliedschaften angucken. Und wir starten jetzt das Rennen. Ich hoffe, das funktioniert heute auch alles hier. Da schauen wir mal. Da schauen wir mal. So, ich kontrolliere hier nochmal kurz, was Fenerlabs sagt. Also theoretisch erkennt der ja die Simulation automatisch. Wir lassen uns mal überraschen. Ich fahre natürlich nur einen Versuch. Satzende. Wie gesagt, wir fahren eine Einführungsrunde von roundabout 8 Minuten. Kommt immer so ein bisschen aufs Auto an. Da kann man sich so ein bisschen ans Auto gewöhnen. Und danach fahren wir 30 Minuten lang so viele Runden, wie wir schaffen. In der Hoffnung, möglichst jedes Mal eine gezeitete Runde zu fahren. Wir fahren die ganze Geschichte mit Content Manager, neueste Version, Custom Shader Patch, neueste Kaufversion von Patreon. Kann euch nur empfehlen, es geht ab 1 Euro, kann man den Ilya Yusupov und auch den Peter Böse, der die Sol-Mod-Pure-Mod macht, unterstützen bei Patreon. Dafür kriegt ihr immer die neueste Version vom Content Shader Patch und ihr kriegt immer die neueste Version. Warum höre ich das Auto nicht? Kriegt ihr immer die neueste Version? Warum höre ich das Auto nicht? Ah, ich wusste, dass irgendwas nicht funktioniert. Kriegt ihr immer die neueste Version mit allen, also wie gesagt, für 1 Euro im Monat kann man das ruhig mal machen, wie ich finde. So, Elgato 100%. Ist hier in den Einstellungen irgendwas falsch? Audio. Machen wir mal hier Elgato. Warum höre ich das nicht? Irgendwas aus? Nee. Mikro geht auch. Ist hier irgendwas rausgerutscht? Ist hier irgendwas nicht richtig drin? Der ist drinne. Habe ich hier irgendwas ausgeschaltet? Auch nicht. Ich habe doch gerade die Musik auch gehört. Warum höre ich denn hier keinen Ton? Okay, da ist Ton. Alles klar. So, und dann geht's los mit La Ronde, die Einführung. Jetzt muss ich mal gucken, ist das hier... Okay, wir fahren einen Handschalter, wenn ich das richtig sehe. Nee, wir fahren sequenzielle Getriebe. Okay, jetzt könnte ich theoretisch hier mal umschalten. Mein SHH-Shifter ist natürlich nicht eingestellt. Okay, also fahren wir mit Schaltwippen. Machen wir das Licht an, damit man mal, dass man mal was sieht. Wie gesagt, wer sich für ein Auto interessiert, guckt sich mal das gesonderte Video dazu an. Kann euch schon mal einen Tipp geben, hier schnell rauskommen ist Gold wert. Wir haben nur 6 Gänge, da könnte man, glaube ich, noch ein bisschen an der Übersetzung arbeiten. Die Bremse geht. Die Bremse geht mehr als gut. Force Feedback könnte für meinen Geschmack ein bisschen knackiger sein. Jetzt kommen wir in die Overtime, allerdings reicht die Overtime, also man kann genau eine Runde zu Ende fahren und kann sozusagen die Strecke erstmal üben, ohne dass es direkt schon gezeitet ist.
habe nichts gegen Force Feedback gesagt. Force Feedback ist schon ziemlich geil. Oi, 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 oi. Es ist auf der Geraden, es ist fast ein bisschen leicht. Aber in den Kurven oder wenn man hier einen Curb mitnimmt, da schlägt einem das schon ordentlich in die Hand. Okay, wir sind jetzt schon im sechsten, also da muss ich auf jeden Fall gleich, wenn wir in der Box sind, mal an der Übersetzung noch mal drehen. Weil wir sind jetzt im Begrenzer bei 226. Hier, Vollgas. Je mehr Leute mitmachen, desto spannender wird es. Ich muss sagen, es ist doch ein recht einfach zu fahrendes Auto. Also da bin ich schon... Oh, ja, aus der Kurve raus kommt da doch ein bisschen mit dem Heck. Mit dem Dieter Thomas. Mit dem Dieter, dem Thomas, dem Heck. Wie gesagt, der liegt ja hier Bombe in der Kurve. Bisschen Angst habe ich aus der Kurve raus. Da muss man einfach ein bisschen vorsichtig auf dem Pedal sein. So, Hit, Miss, dreifach rechts. Nennen wir sie einfach dreifach rechts. Miss, Hit, Miss. Mit dem Auto eigentlich Hit, Hit, Hit. Ui, 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 hätte man ein bisschen früher einlenken können. Ja, ja, man merkt schon, man muss einfach ein bisschen vorsichtig sein auf dem Gaspedal. Das macht schon Sinn. Ja, und so im Nachhinein hätte ich es ein bisschen geiler gefunden, wenn ich mir hier noch den SAH-Shifter sequenziell belegt hätte. Aber ist doch wurscht, davor mal hätte mit der die Scheit mit, ne? Direct Drive mit vernünftigen Einstellungen ist ein bisschen wie Go-Kart fahren. Da tun die einfach die Pfoten weh danach. Ja, die hätte man wahrscheinlich auch Vollgas durchziehen können, die Mutkurve. Also dieses Auto fährt wie ein Go-Kart. Das war es auch schon gewesen und da ist auch direkt die Einführungsrunde zu Ende und jetzt haben wir kurz eine Minute Zeit. Da können wir mal ganz fix hier Ich würde hier mal einen neuen nehmen, weil wir haben doch recht viele Geraden und ich glaube, eine Endgeschwindigkeit 273 macht mehr. Probiert mal mit einer neuen. Wir können ja zur Not nochmal. So, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir lieber softe Slicks nehmen, Medium oder Hard oder Regen. Ich probiere mal mit Medium. Ja. Na los, Keule. Licht
Licht ist noch an, sehr schön. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum ich mit dieser Field of View fahre, einfach damit es für euch besser aussieht. Mir persönlich ist es nicht so wichtig, wir können gerne gleich mal eine Runde mit dem Dashboard fahren, aber ich finde einfach, damit es für euch geil aussieht. Lieber mit einer großen Field of View. Ist einfach für ein YouTube-Video. Ist für mich, ich sehe natürlich, also mein Lenkrad ist davor, ich sehe die Hände ehrlich gesagt ja nicht und das Lenkrad. Und ich sitze auch relativ dicht vor einem 43 Zoll Monitor, also das ist alles völlig in Ordnung. So sehe ich wenigstens den Spiegel. Oh, da hätte ich nicht runter in den ersten gebraucht. Ach, die Zeiten könnte ich mal einblenden. Ah, machen wir nachher auf der Döttinger Höhe. Ja, fährt sich tatsächlich mit einer anderen Getriebeübersetzung doch ein bisschen angenehmer. Man kann auch mal irgendwie noch in zweiten runterschalten. Also die Getriebeübersetzung, die wir da vorher drin hatten, die ist wahrscheinlich eher Hillclimb geeignet für viele Kurven. Aber hier die Nordschleife ist ja dann doch eher eine schnelle Strecke mit vielen längeren Geraden, auf denen man diese Geschwindigkeit auch ausnutzen kann. Ne, gerade jetzt hier oben Flugplatz Schwedenkreuz oder Döttinger Höhe. Da macht es, glaube ich, schon mehr Sinn, wenn man da einfach eine Übersetzung drin hat, dass man die Höchstgeschwindigkeit mehr ausnutzt. Jetzt schon bei 240, davor waren wir bei 226, 250. Ich glaube, hier kannst du einfach ganz knallhart Vollgas durchziehen, Schwedenkreuz. Die Kompression. Assetto Corsa Kompression nach der Fuchsröhre gibt es keinen Vergleich. Kein Automobilista 2, kein Race Room kann dieses Festwerden des Lenkrades nachstellen, was du in Assetto Corsa in der Kompression merkst. Absolut geil. Es zieht dir dermaßen an den Händen. Hier müsste man vielleicht tatsächlich Heel and Toe. So, hier kommen wir wieder. Miss. Hit. Naja, war nicht ganz Hit. Nochmal Miss. Breitscheid, bisschen früher einlenken. Ja, kann man besser machen. Oh, er muss wirklich vorsichtig sein mit der Hülle. Vorsichtig mit der Hülle. Also, mir tun jetzt schon die Hände weh. Für einen Hobel. Er fährt sich, wie gesagt, fast ein bisschen einfach. Man merkt einfach tatsächlich, vor allem wenn du Direct Drive fährst, du merkst einfach das Gewicht des Autos. Übrigens, liebe Freundinnen und Freunde der geneigten Simracing-Kultur, falls ihr Fanatec-Hardware fahrt, guckt euch unbedingt den Beta-Treiber 443 an. Ich habe mir den vor ein paar Tagen runtergeladen und das Force-Feedback ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
habe auch ein Video zu gemacht, verlinke ich euch auch unter den Infokarten. Die neue Fanatec-Software, also wie gesagt, ist zwar noch Beta, aber sowohl Treiber als auch Firmware sind ein absoluter Game-Changer, um dieses Wort nochmal inflationär zu benutzen. Es ist wirklich ein Riesenunterschied zur offiziellen Treiber 439. Guckt es euch unbedingt an. Einfach googeln Fanatec 443 Beta-Treiber. Unglaublich. Also in Raceroom ist das Force Feedback so ungleich viel besser als vorher. Man muss sich einfach mal reinziehen. Andere Hersteller würden, wenn sie so eine Software bzw. so eine Firmware oder so eine Treiber entwickeln, würden sagen, ey, passt auf, Leute, wir lassen die Treiber einfach so und bringen neue Hardware raus und sagen, hier, die neue Hardware kann das alles viel besser. Und bei Fanatec kriegst du einfach kostenlos einen Treiber und eine neue Firmware und hast das Gefühl, du hast einfach ein Lenkrad einer völlig neuen Generation. Das ist absolut geil. Ich habe das Gefühl, ich habe ein neues Lenkrad. Direct Drive Podium war ja vorher schon geil und ist mit der neuen Firmware einfach noch geiler. So, hier, schön Sprungkuppe. Ah! Schöne Linie, schöne Linie. Man kann mit dem Teil schon sehr, sehr viel Vollgas fahren. Der klebt wirklich am Boden. Man muss jetzt sich einfach nur trauen. Schöne Linie, fein, Herr Löblich. Hast du fein gemacht, hast fein gemacht. Drum wirst du auch nicht ausgelacht. Echt vorsichtig aus der Kurve rausfahren. Das Teil ist halt mega leicht, ne? Merkst du auch total krass im Force Feedback. Einfach das nicht vorhandene Gewicht dieses Autos. Fahrende 7-9. Oh, 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 oh. Und wir fahren direkt weiter, weil warme Reifen müssen wir natürlich direkt ausnutzen. Und wir können ja einfach mal eine Runde in dieser Ansicht fahren. Mal gucken, ob wir da eine bessere Rundenzeit fahren. Es ist schon mal sehr wichtig, dass man aus der Touristenausfahrt vernünftig rauskommt, weil du nimmst einfach hier unten schon unglaublich viel Geschwindigkeit mit. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, fährt sich schon so ein bisschen geiler, aber es ist jetzt ehrlich gesagt nicht mein Ansinnen, hier die perfekte Rundenzeit rauszuhauen, sondern es geht mir mehr um die Unterhaltung. Und wenn du dir ein YouTube-Video anguckst, ist es schon irgendwie ein bisschen geiler, wenn du auch das Lenkrad dazu siehst und so ein bisschen Kopfbewegung drin hast und so. Aber tatsächlich zum Fahren, einfach wenn du präzise fahren willst oder wenn ich jetzt wirklich richtig wettbewerbsmäßig fahren würde, muss ich sagen, würde ich tatsächlich eher in dieser Ansicht hier fahren. Sich schon noch ein bisschen besser positionieren. Der Wagen. Eieieiei. Also ein bisschen schneller als in der Runde davor. Thank you.
50. 2,55. Vollgas, Vollgas. Ah, nicht ganz, ich hab mich nicht getraut. Linken, 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 Jas, Jas, Jas. Oh, oh, Vollgas aus der Kurve raus, kannst du nicht machen. Der hat dermaßen wenig Gewicht auf der Hinterachse. Da musst du einfach passen wie Sau. Shit an, Alter, wie der aus der Kurve rausschiebt. Crazy shit. Crazy shit. Ui, ui, bisschen früher linken, Löbi, bisschen früher linken. Raus, 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 raus. Ja, oh, fein, 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 fein. Oh, das war... Da hätte man Heelen tonen müssen. Ich fahre allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, mit beiden Füßen. Sprich, ohne Kupplung natürlich. Sequenzielles Getriebe. Aber, also ich bremse mit links. Da lässt es sich schwierig Heelen tonen. Oder ich müsste zwischendurch mit den Füßen die Pedale wechseln. Das kann ich aber nicht. Ex-Breitscheid vorsichtig raus, Alter, da machst du Pipi in die Hose. Vorhin hatten wir hier 205. Das ist schon spannend. Ah, kannst du Vollgas durchziehen. Man muss sich nur trauen. Du musst halt einfach nur lenken. Der kommt mit dem Arsch, Alter. Geil. Okay, das war richtig schlecht. Einfach kacke getroffen, zu weit in. Mal gucken, Hauptsache das hat nicht zu viel Zeit gekostet. Also schön wäre schon unter 7 Minuten. Wahrscheinlich fahrt ihr so eine 6,50. Ich kenne ja meine... meine Pappenheimer, ja. Pappenheimier ist der französische Fachbegriff. Ja, nicht gewinkt im Brünnchen, aber ich bin ja auch schwerst am Arbeiten. Einmal winken. Mann, 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 doch. In der Tasche. Alter, das
Sound von dem Hobel, ne? Die Guerilla-Mods-Jungs machen schon einfach geile Sachen. Könnte wird werden. Nee, wird nicht. Schade. Naja, immerhin 70225. Das haben wir um 7 Sekunden verbessert. Also eine Runde schaffen wir auf jeden Fall noch. Leck mich doch in die Tasche, Geschissener! Gar nicht heal in Ton. Ich kann einfach beim Bremsen mit dem rechten Fuß aufs Gaspedal treten. Ohne Kupplung. Funktioniert wunderbar. Ah, da rutscht da. Also es macht doch einen deutlichen Unterschied in der Kurve, ob du Medium-Reifen oder weiche Reifen drauf hast. Schon recht viel schalten bei dem Teil. Finde ich ziemlich geil. Der möchte gerne hochgedreht werden. Mal Vollgas, komm. Ah! Okay, war eine schlechte Idee. Na gut, dann machen wir Folgendes. Nochmal zurück in die Box. So, und wir haben auf keiner der Strecken wir probieren es nochmal mit Soft. Und dann machen wir mal hier einen tiefer, in der Hoffnung, dass wir... Ach nee, Moment, können wir nicht machen. Weil wir sind ja schon alleine auf dem Flugplatz oben bei 250. Okay, also die 9 ist schon ein geiler Tipp. Mal gucken, ob wir mit den... Mal gucken, ob wir mit den soften Reifen besser klarkommen. Jetzt natürlich wieder kalt sind. Laut ist es, Freunde, laut! Tap, 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 tap.
It ist doch zum Out the Skin Driven, Older. Okay, also solange wir noch 7 Minuten Restzeit haben. Solange wir noch mindestens 7 Minuten Restzeit haben, können wir noch eine Runde fahren. Also von daher. Vermutlich der letzte Versuch. Versuch macht klug, ne? Laut. Ich habe natürlich die Kopfhörer auf volle Lautstärke, damit es sich besonders realistisch anfühlt. Früher lenken, bisschen früher lenken. Freunde, tun mir die Hände weh. Ich benutze einfach nur die empfohlenen Einstellungen von Fanatec für die Podium-Wheelbase und das ist einfach brutal. Aber wahrscheinlich auch realistisch. Könnt ihr mir durchaus vorstellen, dass der Kadett hier nicht großartig irgendwie eine Servolenkung oder sowas hat. Nicht mehr abfliegen, das wäre nett. Schaffen wir jetzt nicht mit der Restzeit. Also zumindest nicht, wenn man es nur bei einem Versuch belässt. Ne? Wir könnten theoretisch danach einen zweiten Versuch starten, aber es wird natürlich in den Ergebnissen auch alles angezeigt, wer wie viele Versuche gestartet hat. Wie gesagt, ich glaube 10 Mal könnt ihr das versuchen. Das heißt, ihr könnt hier 300 Minuten, also... Stunden könnt ihr fahren. Breitscheid raus, den Berg hoch, ist jedes Mal, egal mit welchem Auto auch, es ist immer ein Abenteuer. Da hast du so einen hässlichen Lastwechsel. Also mit dem Fronttriebler geht's noch. Mit dem Fronttriebler ist es ein bisschen was anders. Weil, naja, der zieht sich da eher den Berg hoch, aber wenn du dich da mit dem Hecktriebler den Berg hoch schiebst und dann diesen Lastwechsel hast, das ist richtig was für Männer, wa? Und für Frauen auch, die Bock auf sowas haben. So, Mutkurve. Ja, fast Volljas, eh mal kurz die Luft.
gucken wir mal, dass wir das Karussell hier vernünftig kriegen. Ja, ja, geht besser, könnte man schneller und dann nicht so viel hin und her lenken, aber war okay. Alter, Freunde, danach kannst du duschen gehen. Das ist unglaublich. Ich verstehe nicht, wie Leute hier stundenlang auf dieser Rennstrecke fahren können. Also da... Ich bin ja jetzt schon wirklich komplett fertig. So, hier schön den Körb mitnehmen. Hier auch schön den Körb mitnehmen. Hoch in die Wippermann. Ein bisschen raustragen lassen hier. Ah, verschaltet. Brötchen winken nicht vergessen. Okay, wirklich, es ist so krass, wie meine Konzentration einfach nachlässt. Unglaublich. Also, geil. Es hat einfach wieder sehr viel Spaß gemacht. Hört euch doch mal die Triebe an. Ist das nicht geil? Gerade verzahnte die Triebe. Absolut geil. Das ist nur die Triebe, Alter. Wie die Jungs von den Guerilla-Mods diesen Sound hinkriegen. Absoluter Oberknaller. Jo, wir fahren an Rand. Meine lieben Freunde, ich drücke hier auf Escape und dann drücke ich hier auf Fahrtsche und dann kann ich an dieser Stelle wie immer nur sagen, liebe Simracing-Zuschauerinnen und Zuschauer und alle, die sich noch nicht entschieden haben oder es auch nicht vorhaben, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Runde. Herr Lüblich am Steuer heute mit der großen Community-Challenge diese Woche mit dem Blasel-Kadett. Natürlich wie immer auf der Nordschleife. Ich bin gefahren eine 7.2 tief. Ihr werdet wahrscheinlich unter 7 Minuten fahren, wie ich euch kenne. Wie gesagt, alle Links einmal zum Discord, PayPal-Spendenlink, Kanalmitgliedschaftslink, wie sie nicht alle heißen, findet ihr unter dem Video. Ihr findet auch den Link zur Challenge unter dem Video, falls ihr kein Discord habt. Und wie gesagt, ihr braucht auch nicht den Content Manager, ihr könnt einfach über den Browser mitmachen. Ihr braucht einfach nur bei World Sim Racing Series einen Account. Ich halte an dieser Stelle, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, den Schwanz ins Bild und sage liken, abonnieren und kommentieren. Wer Bock hat, mich zu unterstützen, wie gesagt, kann Kanalmitglied werden. Da gibt es verschiedene Stufen mit verschiedenen Vorteilen. Oder ihr könnt den PayPal-Spendenlink benutzen. Ich danke allen, die mich unterstützen und regelmäßig zuschauen und sage tschüss mit üs. Ciao mit euch, hier mit you. Bis zum nächsten Mal. Euer Lieblingssimulant, Herr Lüblich. Herr Lüblich. Tschüss.